Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr so ein kleines Büchlein aus Papier machen könnt, das insgesamt 6 Seiten hat. Dazu braucht ihr eventuell einen Bleistift und eine Schere. So, als erstes faltet ihr das Papier von rechts nach links. So. Dann faltet ihr es wieder auf. Dann faltet ihr von rechts in die Mitte hier rein. Dann faltet ihr auch die linke Seite in die Mitte rein. Jetzt das Ganze nochmal aufklappen und von unten nach oben falten. So, jetzt wieder hier. Jetzt habt ihr sowas. Jetzt müsst ihr das wieder hier reinklappen und hier reinklappen. Danach müsst ihr hier jetzt hier den Knick, also hier falten, damit, wenn ihr das schief stellt, so ein M habt. Danach öffnet ihr eins und dann seht ihr diese Linie hier. Die ist jetzt sehr wichtig, weil hier müsst ihr dann reinschneiden. Und dafür kommt jetzt der Bleistift ins Spiel, falls ihr die Linie nicht sehr seht, dann zieht ihr hier eine Linie, damit ihr auch sehen könnt, wo ihr schneiden müsst. So, hier. Aber nur bis hier. Nur bis hier. Dann habt ihr hier sowas. Das müsst ihr dann nach hinten klappen, damit so ein Stern entsteht, und dann faltet ihr alles zusammen. So. Jetzt habt ihr das jetzt zwar nicht so gerade, aber jetzt habt ihr ein kleines Büchlein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vorderseite und Rückseite. Ja, ich hoffe, der Tipp konnte euch helfen. Und ja, tschüss.